Wir sitzen auf einer Schaukel. Also jeder auf einer. Christina nicht mehr. Und schaukeln mit Blick auf den Gletscher. Also das ist mega cool. Nicht anschubsen! Ich halte mich nur mit einer Hand fest, ne? Okay. Gerade direkt neben dem Gletscher. Es ist so beeindruckend. Das Wasser, das hier herunterläuft, ist super klar. Es hat eine wunderschöne blaue Farbe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es sind ganz andächtig, so wie alle anderen Menschen, die hier sind. Irgendwie ist hier so eine ganz besondere Stimmung. Alle sind ganz ruhig. Und ja, der Aufstieg war etwas beschwerlich, aber es hat sich gelohnt. Und ja, wir genießen jetzt einfach noch diesen Anblick und dann geht es wieder zurück. Nach der gestrigen Wanderung sind wir doch ziemlich K.O. gewesen. Also ich glaube, es war doch anstrengender, als wir vielleicht im ersten Moment gedacht haben. Und ich war, glaube ich, auch ein wenig zu kühl angezogen, denn ich habe im Wohnmobil ganz schön nachgeheizt sozusagen. Dann haben wir nur noch gegessen, einen Podcast angehört und sind mittendrin eingeschlafen. Unser Plan für heute ist, dass wir ein wenig mehr Kilometer machen wollen. Also wir wollen ein wenig länger fahren, denn das Ziel ist, in Kristiansund anzukommen und das ist doch noch ein Stückchen weiter entfernt. Ja, hoffen insgeheim, dass wir vielleicht noch Nordlichter sehen können. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht besonders groß, aber man darf ja träumen und ja, deswegen werden wir heute ein wenig weiterfahren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Guck mal, da steht Please Find a Place und die Rezeption ist ab 9 Uhr wieder besetzt. Okay. Und da liegen sogar die Schlüssel für die Hütten. Kann man sich einfach nehmen. Oh. Warte. The longer I've waited, the more that I've tried, all the years that I've wasted, trying. Find it. All that I go through for my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind chime. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you.
covered in gold. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been Wasser. Komm, Schatz. Oh Gott. Kann ich umfallen? Oh. So geht das nicht. Mach mal den drüber, genau. Jetzt gib mir mal. Ja, ja, jetzt kommen erstmal Steine. Ich drücke. Ich habe sowas noch nie gemacht. Rein? Ja, wir rutschen jetzt einfach rein. Sehr gut. So, wie mache ich das jetzt? Wickel einfach 1000 Mal um und dann einmal zusammenknoten. Ja, da kann ja nichts passieren, ne? Nee. Ja, so irgendwie. Das ist jetzt mehrmals, ne? Ja. Kann ja eigentlich nicht sein. Nee. Dicke und stückige Salze, heiß. Mm. Hier steht dicke und klobige Tomatensalze. Oh Mann. Konsistenzmittel, Parkett? Das ist doch Holz. Ja, interessant. Chili Pipuri. Jetzt mal sagen, wie viel wir bezahlt haben für die kleine Kiste. 68 Euro. Oh, das ist echt Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, jede Sache kostet irgendwie 4,60 Euro. Ja, alles. Okay. Egal, ob es Brot ist oder Kartoffeln oder. 4,5 Euro.
Heute Nacht haben wir auf einem richtig schönen Stellplatz übernachtet, an einem See mit sehr vielen Gänsen, Enten, Vögeln, die die ganze Nacht sich gefühlt geprügelt haben. So hat sich das jedenfalls angehört. Und Ballon fand das eigentlich nicht so witzig. Da waren auch so süße Holzhäuschen, wo man sich reinsetzen konnte, um vielleicht was zu essen. Also das ist schon richtig schön angelegt gewesen. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Atlantikstraße, angeblich die schönste Straße der Welt, die, wie es der Name schon sagt, über den Atlantik führt. Was ich auch ein bisschen gruselig finde persönlich. Aber wir werden euch mitnehmen und zeigen, wie das so aussieht. Und wenn es zu gruselig ist, fahre ich ganz schnell drüber. Und dann wird es ein schnelles Video. Vorbeigefahren und fahren jetzt weiter nach Trondheim. Da habe ich sehr, sehr schöne Bilder im Internet gesehen. Ob es dann wirklich am Ende so schön ist wie im Internet, das muss man dann erstmal sehen. Aber da habe ich auf jeden Fall diese bunten Häuschen gesehen, die ja sehr typisch sind für Norwegen. Und die würde ich dann doch schon mal gerne live sehen. Du hast alles gesagt, was ich sagen wollte. Da heute Samstag ist, haben wir etwas Besonderes vor. Wir haben nämlich herausgefunden, dass der Pro-Kopf-Konsum von Pizzen in Norwegen weltweit am höchsten ist. Es gibt sogar ein Ritual, das nennt sich Lördagspizza. Das bedeutet so viel wie Samstagspizza. Und deswegen habe ich ein Restaurant in Trondheim rausgesucht, das sehr gute Bewertungen bekommen hat. Und da gehen wir jetzt Pizza essen. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Ob ich jetzt alleine wäre oder ich hätte jemand, der sehr langweilig ist. Ich glaube, dann wäre ich eine Couch Potato. Was machst du? Ich möchte filmen, wie du sagst, dass es gut ist, dass du mich hast. Ja, es ist sehr gut, dass ich dich habe. Warum? Das steht ja außer Frage. Ja, weil du Farbe in mein Leben bringst. Oh. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. All the pieces back together.
all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Wir haben gerade rausgefunden, dass Baloo wohl anscheinend total auf Erbsen und Möhren aus der Dose steht. Also wir haben noch nie gesehen, dass er etwas so begeistert gegessen hat. Er ist normalerweise total wählerisch, was Essen angeht und ist mal ganz vorsichtig. Aber jetzt gerade bei den Möhren aus der Dose müsst ihr euch anschauen. Aufgepasst, Baloo vorsichtig, nicht die Hand abbeißen. Noch eine. Du willst noch eine, ne? Baloo, vorsichtig. Du kleine Schnappschildkröte. Sonst bist du immer so vorsichtig. Was haben die Erbsen und die Möhren nur an sich? Es ist näher. So, wir waren heute Nacht hier auf diesem Stellplatz in Trondheim, ganz nah am Zentrum. Es war ein bisschen laut tatsächlich, weil hier die Straßen verlaufen und auch eine Bahnschiene für den Güterverkehr. Und das hat einen dann doch schon aus dem Schlaf gerissen, wenn da so ein Güterzug lang gedonnert ist im Hintergrund. Ansonsten ist der Platz aber okay. Man kann jetzt hier kein Abwasser entsorgen. Toiletten gibt es auch nicht, aber dafür haben wir ja nun mal unser voll ausgestattetes Wohnmobil. Ja, für uns geht es jetzt tatsächlich weiter, beziehungsweise zurück. Wir fahren nicht mehr weiter nach Norden, sondern jetzt Richtung Schweden und durch Schweden durch. Jedenfalls zum größten Teil. Freuen wir uns auch schon drauf und ja, jetzt geht's los. Kurzen Zwischenstopp und zwar bei der größten Elchskulptur Norwegens. Ich frage mich ehrlich gesagt, ich gucke gerade schon drauf, ob das nicht die größte Elchskulptur der Welt ist. Mich guckt gerade ein riesiger silberner Popo an.
langsam Oslo und haben ganz spontan entschieden, dass wir das Nationalmuseum aufsuchen möchten. Jetzt war eigentlich der Plan, dass wir eine Nacht wegen vor auf dem Campingplatz übernachten und morgen früh ins Museum gehen. Ich habe aber gerade herausgefunden, dass die morgen früh gar nicht geöffnet sind. Deswegen gibt Domi richtig Gas, damit wir es noch schaffen und da heute noch hin können. Geschafft und wir hatten so viel Glück mit dem Parkplatz. Wir haben echt einen gefunden, der nur 300 Meter von dem Nationalmuseum entfernt ist. Was ja gar nicht so einfach ist, mit so einem riesigen Wohnwagen erstmal überhaupt hier durchzufahren. Etwas gruselig, aber wir haben es geschafft. Ich muss jetzt gucken, wo wir hin müssen, ja, aber wir schaffen es. Wir haben auf diesem wunderschönen Parkplatz übernachtet. Es war ein bisschen abenteuerlich, hier hinzukommen, weil es ziemlich bergauf und bergab ging. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier anständig ausparken können. Und heute geht es weiter nach Göteborg. Also das heißt, wir fahren nach Schweden. Ja, hier sind auch es so sehr viele Enten. Enten oder Gänse. Mhm. Und die schreien zwischendurch einfach so, so unverhofft. So völlige Stille und auf einmal so... Wenn die sich erschrecken oder so. Hast du? Ja. Sehr gut. Ja. Wir können halt einfach. Ja. Ja. Wir nähern uns langsam aber sicher der norwegischen Grenze, sind natürlich ein wenig traurig, weil, ja, weil unsere Zeit in Norwegen damit auch zu Ende geht, aber wir haben so eine tolle Zeit verbracht, wir haben so viele schöne Orte gesehen, wir können einfach nur dankbar dafür sein. Jetzt auf dem Rückweg nehmen wir auch etwas von Schweden mit, das haben wir auf der Hinreise ja nicht gemacht. Dann geht es mit der Fähre rüber nach Dänemark, weil wir dort Domis Eltern besuchen, die nämlich gleichzeitig Urlaub machen. Und ja, da wollen wir dann auch noch ein wenig Zeit verbringen. Oh Gott, ich glaube, ich sehe die Grenze.
wir frühstücken jetzt mal draußen. Ja, die Sonne kommt tatsächlich raus, war gar nicht so angesagt. Eigentlich sollte heute bewölkt sein. Jetzt frühstücken wir und dann laufen wir zum Meer. Und wir werden hier heute auch schön ausgiebig duschen, weil hier gibt es nämlich kein Limit für die Zeit. Also man kann hier unbegrenzt lange duschen. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, wir haben hoffentlich einen schönen Tag. Aus. Was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht. Willst du was dazu sagen? Die Zündung war die ganze Zeit an, jetzt ist die Batterie leer. Scheiße. Und wir müssen morgen früh mit der Fähre fahren. Thank you so much for your help. Have a nice evening. Bye. 220 scheiß Euro. Für einmal nicht Licht ausgemacht. Oh. Schämst du dich? Ja. Das war meine Schuld. Hauptsache, er liegt unter mir und pupt die ganze Zeit. Oh, super. Ist auch mal eine Strafe. Oh, Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song. I gave my own true love for you to see. What's this life without a sweet goodbye? Letter for when the nights grow colder. Dear friends and gentle hearts, the time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you. Dear friends and gentle hearts, the time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you. Heute ist der letzte Tag. Wir sind gerade am Strand in Dänemark. Dann geht es gleich nach Hause und dann ist unser Urlaub auch schon vorbei. So schnell geht die Zeit, aber wir haben so viel erlebt. Es war eine wundervolle Zeit in Norwegen und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.